Ich habe eine traurige Nachricht zu überbringen, meine lieben Zuschauer. Ich habe angekündigt, Bücherregale, die Rohstoffe für Bücherregale zu sammeln. Ich habe ewig lange nach Kühen in der Region gesucht und keine gefunden. Deshalb werden wir heute nicht alle Bücherregale fertig bekommen. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier die Bücherregale craften, die wir craften können. Und die anderen, die stehen halt im Lieferverzug. Das ist jetzt leider so, da können wir nichts machen. Das ist eine sehr traurige Botschaft auf jeden Fall. Papier können wir jetzt craften, wie wir lustig sind, ohne Ende. Aber wir können 5 Bücherregale herstellen, mehr nicht. Na komm. 5 Bücherregale, ne? Das war... So. So, das sind 3 Bücherregale. Ach ja, Bildung ist nicht gerade günstig, muss man sagen. Bildung ist jetzt nicht gerade das günstigste Mittel. So. Stopp mal. 17 Bücher. 17. Okay, ja. Ich hier einem Lederstück so Papieraufwand betreiben. Oh Mann. Na gut, da haben wir noch genug Papier, um eine Trauergeschichte drauf zu schreiben. So. Weil, genau, die Bücher, die tun wir jetzt in Bücherregale investieren. So, okay. Wo ist jetzt das Bücherregal? Wo ist es jetzt? Bücherregal, kommst du raus? Da ist es nicht, da ist es nicht. Mich nervt das, kann ich die Lupe da oben nicht benutzen. So, habe ich jetzt, wo ist das Bücherregal? Ich suche es jetzt gerade nochmal. Da ist es. 6 Bücherregale. Gut, laut aktuellen PISA-Studien können sowieso 60% der Deutschen nicht rechnen, dazu gehöre ich dazu. So, also. So, und was wir mit dieser Zeile machen da, mit der Reihe, das steht in den Sternen, auf jeden Fall, jo. Wäre jetzt unsere Wohlfühloase mal relativ fertiggestellt. Hätte ich gesagt. Und es geht fröhlich und munter weiter mit dem Ausbauen. Ja, es sieht schon genial aus, das muss man schon sagen. Also hier. Wow. Wow, krass. Ey, Alter. Neues Universallexikon. Geil. Einfach nur geil. Ja, auf jeden Fall, hier können wir auf jeden Fall schon mal lesen. Und hier, da muss man noch was machen. So, Fackeln müssen wir natürlich auch noch hinstellen. Auf jeden Fall, jetzt geht es mal weiter mit dem Boden da oben. Das haben wir jetzt vor lauter Bücherregalen nicht hingekriegt. Vor lauter Bücherregalen nicht hingekriegt. Na gut. Okay. Wird Zeit, dass hier mal ein paar Bücher reinkommen, weil nämlich so... Kann ich vielleicht ein bisschen Grammatik lernen, nicht wahr? So, gut, die Fackeln schon mal. Ich habe ja schon mal gesagt, das sieht dann irgendwie nicht so. Es sieht dann doch ganz gut aus irgendwie. Könnten ja auch von den Ästen gehalten werden. So. Okay. Und jetzt machen wir mal hier richtig schöne Treppenstufen hin. So, die craften wir mal hier. Machen wir erstmal schöne Slabs. So, machen wir erstmal Slabity Slabs. Da haben wir noch genügend davon. Der Boden muss jetzt erstmal noch ausgebaut werden. Ist jetzt hier schon wieder so ein Creeper in der Gegend oder was? Ach nee, ich ignoriere das jetzt einfach. Mir ist es so doof, das ist ganz ehrlich hier mit dem Creeper.
Schon einmal hat ein Creeper am heutigen Tage, wo ich aufnehme, ja, hier was zerstört. Zwar minimal, aber er hat was zerstört. So. Das geht natürlich gar nicht. Das ist natürlich sehr nervig. Man steht natürlich auch unter so einer gewissen Anspannung die ganze Zeit. Muss man sich Sorgen machen, dass diese bösen Jungs einem... hier irgendwas kaputt machen. Das nervt natürlich tierisch. So. So. Schampen wir mal rüber und dann machen wir mal hier den Boden so richtig schön. Genau, die Treppe müssen wir genau wie ich hier auch nochmal abbauen, um dann da hochzukommen. Genau, okay. So, Treppen haben wir noch genug. Das passt, das ist in Ordnung so. Das passt. Das machen wir jetzt. Oh Mann. Oh Mann, aua Mensch, du. Ein Stock wäre ich tief gefallen dort. Das macht aua. Wie gesagt, es gibt leider keine Kühe mehr in der Region, die habe ich alle umgebracht. Es müssen leider neue Kühe in der Region erschaffen werden, erst vom Mob-Spawner und dann, ja, können wir den restlichen Bildungsbedarf auch noch decken, hätte ich gesagt. Aber bis dahin müssen wir uns erstmal mit den Büchern begnügen, die wir hier haben. Da haben wir genug Bücher hier, nicht wahr? Die wir erstmal lesen können. Bis natürlich der Rest ankommt. So. Und natürlich wieder schön nachhaltig hier den... Oh. Genau. 42, naja, das reicht. Wir brauchen bald ein neues Excel-Line. Bald brauchen wir ein neues... Au! Au! Mensch, du beinahe... Was heißt beinahe? Die Axt ist kaputt gegangen gerade. Die Axt ist soeben verstorben. Sie hatte ein schönes Leben, ja. Wir müssen dafür beten jetzt. Das für die Axt, dass sie... dass sie unbeschadet im Äxtehimmel ankommt. So. Okay. So. Okay. Genau, dann haben wir jetzt hier richtig schön dieses Atrium da, was natürlich, ja, oder diesen Pavillon, wie ich mir so schon sage, was natürlich jetzt leider noch nicht ganz fertig ist. Schade.
schade, aber auch alles mit dem Sand, das sieht auch so wunderschön aus, muss man mal sagen, so. Das ist halt die Baukunst einfach, das ist halt die wunderschöne Baukunst. Das gesamte Holz wegtun. Und hier gegen Slabs ersetzen. Fällt gar nicht auf. Aber es sieht halt einfach gut aus. So. Oh Mann, es ist wieder hier. So. Genau. Das tut jetzt aber weh. Das tat weh. Das hat wieder mal Aua gemacht. Mensch, du. So einen Boden reinzuzimmern, das ist schon sehr aufwendig. Genau, die Treppe, die ist als nächstes weg. Aber da müssen wir natürlich den... Ach, die Treppe ist schon weg, Mensch. Ich bin ja lustig. So, und bei dieser anderen Treppe da oben, die ins, unser Schlafgemach führt, da habe ich, als ich das Ganze in der Kopie zusammengezimmert habe, den Boden, die habe ich, glaube ich, dreimal neu aufbauen müssen, damit es schön richtig akkurat ist, das Ganze. Ach Mensch, sieht das schön aus jetzt hier. Musste ich da mehrfach rumzimmern dran. So. Noch ein paar Slabs machen wir. Und dann machen wir noch ein paar Treppchen. Ich hasse es. Ich hasse das. Ich hasse es. Müssen wir wieder warten. So, und jetzt haben wir es. So. Okay, das ist richtig gut geworden und da geht die Sonne auch unter. Wir können aber momentan nicht schlafen gehen, also weil nämlich wir keine Treppe zum Schlafzimmer hoch haben. Aber es sieht doch recht schön aus, muss man mal sagen, nicht wahr? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier... Und da ist er unten... Finde ich, hat was. Noch hin. Dann, ja, das finde ich ganz... Sieht nice aus. Sieht nice aus, muss ich sagen. Okay. Da noch hin. Ja. Ja, das ist annehmbar. Das
machen wir unten natürlich auch nochmal. Genau, und hier auch noch. Genau, und dann haben wir wirklich mal so eine richtig schöne, einen richtig schönen Boden in dem Haus. So. Und jetzt müssen wir uns um die Treppe hier kümmern. Und ich habe jetzt hier... Genau, es gibt... Genau, jetzt hier können wir jetzt eigentlich eine Doppeltreppe hinmachen, die nach oben führt. Jetzt schauen wir mal. Genau, also erstmal können wir diese Treppe so lassen, hätte ich gesagt. Die werden wir natürlich nochmal, wenn es natürlich, wenn wir den Boden jetzt dann oben ausbauen, müssen wir natürlich schauen, dass das auch passt. Von den Proportionen her, aber ja, ich denke mal schon, dass es annehmbar sein wird. Wir haben ja richtig schön viel Fleisch durchgezogen, muss man mal so sagen. Viele Kühe waren es auch gar nicht mehr, die ich gefunden habe, aber ja, leckeres Steak können wir uns natürlich reinhauen. So, was ich nicht verstehe, da oben sind Monster gespawnt, obwohl da Glowstone drin ist. Das ist deswegen interessant. Muss ich mal so sagen, das finde ich wirklich sehr spannend, wie das zustande kommen kann. Wir können auch mal gucken, ob... Ey, immer noch so ein dummer Creeper. Können halt schwer aus dem Haus raus, das muss man mal so sagen, weil wenn du aus dem Haus rausgehst, explodiert der. Und das ist nicht... Eieiei, auf dem Feld ist auch noch einer. Sei leise, Spinne. Sei einfach leise. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt da noch an, hätte ich gesagt. Hier soll... Genau. Es sieht wirklich sehr schön aus. Auch wenn jetzt hier so, und genau da bin ich an dem Punkt. Mit der Treppe. So, und zwar das wird's hier. So, das sollte in die Richtung gehen.
So, genau. Und da sind wir, warte mal, genau. So, und da sind wir... Nein, ach, jetzt passt es. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's auf. Genau, dann habe ich das jetzt gerade ein bisschen anders gemacht, wie wir in der... Wie in der Planung. Dann habe ich das jetzt echt ein bisschen... Ja. Weil hier, das ist so... Ja, das ist so in Ordnung so. Genau. So, dann machen wir nochmal hier so ein paar Trebele hin. Na, wo sind Trebele? Trebele, wo sind Trebele? Ich Blindgänger, ich sehe wahrscheinlich... Wo sind Holztreppen? Das nervt mich. Da oben ist so eine Lupe da, wo man vielleicht sogar was mit suchen könnte, ne? Aber es ist nicht... Ja, diese Lupe ist halt einfach nur da, um dass man schön ausschauen scheint. Ich weiß es ja nicht. So. Was diese Lupe zu bedeuten hat. Genau, weil nämlich, ich habe das nämlich da so gemacht, dass du nur eine Treppe, dass diese, also so eine Treppe dann, da in der Mitte wäre, aber jetzt haben wir ja hier, dann ist es einfach anders, das ist aber auch gut. Ich hoffe, dein explosiver Kumpel ist nicht mitgekommen, weil wenn der mitgekommen ist, dann müssen wir ganz schnell auf Pause drücken. Oh Mann. Ja. Wirklich auf Pause drücken, weil dann ist einfach nur Polen offen, wenn der da wäre. Alles gut. Oh, alles gut. Ich dachte schon, wir sind nicht ganz in der Mitte. Was aber sind. So, alles weg hier. Und da ist schon wieder die Axt tot. So. Machen wir uns nichts draus und machen weiter. Wo sind denn schon diese Steine hin? Da. Macht die Steinkiste zu und fragt, wo sind die Steine? Das ist natürlich wirklich... Eine sehr gute Frage gewesen. So. Gut. Machen wir mal hier. Falsch. Da muss ein Treppe hin. So.
so einfach weiter ausbauen hier. Dann sind wir hier auch bald durch mit und haben auch ein schönes Schlafzimmer. Wenn hier unten natürlich auch noch die Bildung fehlt, das, ja, das geht mir schon sehr nach, muss ich sagen. Das mit dieser fehlenden Bildung. So. Das ist schon so ein sehr ärgerliches, so eine sehr ärgerliche Fügung, muss man sagen. Dass sämtliche Kühe in der Region tot sind. Dank mir. Und erst warten müssen, bis neue. Kühe sich in die Lande trauen. Oh Mann, das ist immer noch so, dass keine Treppe angezeigt wird. Die wird angezeigt, oder ich sehe es bloß nicht. Da. Endlich haben wir die Treppe gefunden. Das ist natürlich auch allerliebst. Nee, da nicht. Ach Mensch, ich freue mich schon so, wenn dieses Haus mal fertig ist. Dann werden wir mal ein bisschen einen Urlaub machen, hätte ich gesagt. Nach all den vielen Baustellen und nachdem wir dieses Haus mal hier hochgezüchtet haben, viele Folgen lang, werden wir mal vielleicht im nächsten Part mal, wenn wir das jetzt hier fertig alles haben, hier mal verreisen und werden uns mal hier die Welt angucken. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. So mal als kleine Vorankündigung. Ja, dass wir einfach mal Urlaub machen von den harten Eskapaden und Strapazen, die wir hier mit unserem Haus haben jetzt. Aber wir haben einen Keller gebaut, wir haben das Haus komplett vergrößert, wir haben uns unsere Existenz aufgebaut hier ein bisschen. Das müssen wir natürlich feiern. So. Jetzt einfach mal verreisen, wenn wir hier mal mit fertig sind. Und einfach mal die große weite Welt hinter uns lassen. Oh Mann, dieser Part hat Überlänge. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe die Überlänge kommen, Mensch. Aber ja. Ich möchte das unbedingt noch fertig kriegen hier. Das ist mir falsch. Das liegt mir sehr am Herzen. Das noch fertig zu kriegen hier. So, Dale. Und dann werden wir mal uns aufmachen und werden das mal hier hinter. Oh. Naja, ich meine, gut, wenn wir so weitermachen, liegen wir dann mit Fußverletzungen im Krankenhaus, hätte ich gesagt, irgendwann mal. Oder mit Beinverletzungen ist jetzt, glaube ich, auch, glaube ich, mal ein bisschen wurscht mit was.
jeden Fall jetzt nicht so gesund. Oh Mann, der Creeper ist auch noch da. Kann der nicht irgendwann mal despawnen oder sowas? Keine Ahnung. Weil der nervt schon so ein bisschen. Also muss ich jetzt mal so ganz ehrlich gestehen, das nervt jetzt. Und da wären wir auch schon fertig mit dem Dachboden hier oder mit unserem schönen Schlafzimmer, dass das auch noch ausgebaut ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, eine Glocke da und so weiter und so fort. Macht es gut, haut rein, ciao.